Ein anderer Brauch, der in Brat ebenfalls hohen Stellenwert innehat, ist das sogenannte Zusselrennen. Das Zusselrennen in Brat ähnelt dem Pflugziehen in Stilfs. Beides sind in ihrer ursprünglichen Prägeform Überreste alter heidnischer Frühlingsfeste. Inhalt und Symbolik sind dabei in beiden Ortschaften grundsätzlich ähnlich. Allerdings hat der Brauch in Stilfs fast Volksfestcharakter, weil sich der Großteil der Bevölkerung an den Vorbereitungen und an der Aufführung selbst rege beteiligt. Das Zusselrennen in Brat hingegen wird von einigen Mitgliedern von Brader Vereinen organisiert. Die Zusseln treten am unsinnigen Pfingster, das ist der Faschingsdonnerstag, und für die Brader Bevölkerung einer der größten Feiertage im Jahr auf. Sie laufen zusammen mit den vor einen Pflug gespannten Schimmeln vom Gondereck, einer Anhöhe etwas außerhalb des Dorfes, auf den Dorfplatz. Das Wort Zussel soll auf das althochdeutsche Hagezusse zurückgehen, was Hexe bedeutet. In der Umgangssprache findet sich das Wort Zussel auch heute noch. Mit Zussel meint man ein schlampiges, unordentliches Weib. Früher sollen die Zusseln in lumpigen Kleidern herumgelaufen sein und die Leute mit Ruß geschwärzt haben. Die Funktion des Rußens, Ruslan genannt, erfüllen jetzt die sogenannten Honterler, die vermutlich das Bettelvolk darstellen. Heute kommen die Zusseln, Burschen und Jungmänner aus dem Dorf, geschminkt und schön gekleidet, mit vielen Schellen behangen daher. Glocken dienten im Kultbereich als Ton- und Lärminstrumente. Der Sägemehl in die Zuschauer werfende Sämann betont die Bedeutung der Fruchtbarkeit des auftauenden Bodens. Die zwei Hauptfiguren dieses bunten und originellen Maskenzuges sind Zoch und Pfott. Nach der Überlieferung haben in der Tiroler Fasnacht früher auch ein Mädchen als Zoch und ein Bursche als Pfott verkleidet ihren Schabernack getrieben. Wenn der offizielle Teil der Nachmittagsveranstaltung vorbei ist, stellt die Pfott den Männern nach und der Zoch den Frauen.